schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr abgeschaltet habt. Schaltet ein oder schaltet ab. Aber eins müsst ihr mir versprechen. Schaut zu genau. Also wenn er ausgeschaltet ist, kann man nicht. Lasst eingeschaltet beim Zuschauen. Wenn ihr ausschaltet, dann ist es total schwer zum Zuschauen. Viel Spaß beim Zuschauen oder beim Abschalten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt werde ich anfangen, diese Profile wieder nachzuhobeln. Schauen wir, ob mein Handhobel passt. Bei diesem Profil muss ich schon etwas mehr schummeln, denn hier passt der Hobel dann schon wieder fast gar nicht mehr. Aber irgendwie kriege ich das hin. Mit der Oberfräse geht auch nichts. Diese Kante, die hier ist, so einen kleinen Fräser habe ich nicht oder so eine Art Fräser, glaube ich, gibt's gar nicht. Jetzt muss ich da mit der Kreissäge herum auf jeden Fall. Jetzt hobeln wir mal so weit, bis es passt. Einen Strich könnte ich... Ach nein, ich muss mich sowieso an die Gärungen anhalten. Also... Jetzt schneide ich mal mit der Kreissäge das Profil. Ich werde jetzt gleich alle schneiden, auch die noch nicht profiliert sind. Ich habe jetzt ein Flachzahnsägeblatt hineingegeben. Wenn ich einen Wechselzahn gegeben hätte, wäre der Schnitt, der Nuttboden quasi ein V. Das will ich nicht. Der ein Flachzahn und das muss ich dann sowieso hinschleifen, dass es passt. Spaltkeil habe ich herausgegeben, den Anschlag so eingestellt, dass ich zum Profil mit der Nutt ungefähr hinkomme. Also nicht ungefähr, genau eigentlich. So, jetzt könnt ihr hier hoffentlich diese Nut erkennen. Hier beim Originalstück. Also so ungefähr komme ich schon hin. Jetzt muss ich natürlich immer das Originalstück und ein Nachbau zusammenhalten und dann so lange hobeln, dass das hier passt oder schleifen. Also jetzt muss ich immer hobeln, zusammenstecken, hobeln, zusammenstecken. Die restlichen Grillizillimeter muss ich dann ganz einfach schleifen, denn irgendwann ist der Trick vorbei mit dem Hobeln. Original. Ist das sogar weiter? Ich sollte dann sogar einmal mit den Dingshobel durchfahren. Genau neben der Nut, denn die ist etwas tiefer neben. Also die Rundung neben dieser Nut ist etwas tiefer. Wichtig ist es, dass man genau sowas dran hat. Das finde ich aber jetzt schön. Wenn das jetzt so rechts eines, wo ist das für vorher? Jetzt muss ich noch eines machen. Also mir gefällt's. Ich hobel da jetzt weiter. Beim Hobeln könnt ihr sowieso nicht sehen. Das ist ja langweilig, wenn ich nur so herumhobel. Also ihr seid wieder dabei, wenn es voll spannend wird. Diese Teile, was kaputt waren, sind ersetzt. Alle fertig, bis auf die Nut. Eine Nut ist hier, wo diese Profile raufgesteckt werden. Dann ist hier eine Nut und auf der anderen Seite, wo die Füllung reinkommt. Das heißt, ich muss hier eine Nut anfräsen. Hier muss ich eine Nut anfräsen. Und diese drei neuen Leisten, wo wir die Gärungsschlitze und Zapfen gemacht haben, die müssen auch genutet werden. Jetzt suche ich Schublehre. Hier haben wir einen Falzkopf und hier haben wir 7 mm hinauf und 7 mm ist die Nut. Hier auch 7. Ziemlich genau gearbeitet. Und diese Nut hier ist auch 7. Dieser Nutfräser ist hier angeschrieben. Hier ist angeschrieben, von 4 bis 7,5 mm ist der einstellbar. Das heißt, ohne dass ich Plättchen hineingebe, hat der jetzt 4 mm Stärke. Und wenn ich, wie viel hat das? 1 mm, dann habe ich 5. 2 mm sind dann zusammen 3 mm. Und 4 mm plus 3 mm ist 7 mm. Das war jetzt so eine kleine Rechnung, damit ihr seht,
wie gut ich eigentlich rechnen kann. Damit er so streng geht. Und dann werde ich einen kleinen rausnehmen. So. Jetzt kommen diese Teile dran. Dann habe ich einen durchgehenden Anschlag. Das ist schon mal Gold wert, wenn man das hat. Bisschen zwicken tun wie immer. Wenn das nur ein D-Stein wäre, wäre das einfacher. Weiß nicht, warum das so ist. So, jetzt kann ich das ausrichten. Zieh das mal an. Dann habe ich eine Gerade. Jetzt müssen wir noch schauen, wie tief die Nut eigentlich hineingeht. Das kann man auch mit dem Schublehre. Zentimeter. Zentimeter. Hier auch. Das ist alles einen Zentimeter tief. Das heißt, ich fahre hier zurück, suche mir den Zahn, der am weitesten heraussteht. Und jetzt sehe ich, ich habe 17 mm, das heißt 7 mm heraus. Ich glaube, dieser Zahn hier, ja. Also diese Zähne, 9,5, einen Schlag nach hinten, 10 mm, passt. Das anziehen, das anziehen. Jetzt nochmal schauen, wie weit die Nut vom Boden weg ist. Oberkante ist 7 mm, ist alles 7, ist ein Wahnsinn. Und 7. Das heißt, wenn ich das hineingebe, muss der Fräser von unten 7 mm und oben sind es dann quasi 14 mm. Ich nehme die höchste Zahnreihe, das ist dieser Zahn hier, da stelle ich mir jetzt her. Jetzt drehe ich nach unten, bis ich 14 mm habe. 15, 14. Ziehe mir das Rad an, dass ich nichts verstellen kann. Jetzt kann ich mit diesem Teil hier ganz knapp an das hier anfahren. So, jetzt habe ich alles eingestellt und jetzt schauen wir mal. Schaut gut aus. Andere Seite noch. Ich lege mir hier ein Musterstück her, dass ja nichts falsch schief läuft. Also das passt jetzt hier überall hinein. Ich meine, ich nehme jetzt irgendwas. Ja, das lange ist etwas kompliziert, aber ich nehme jetzt das. Jetzt kann man sich das anschauen, das passt. Jetzt werden nur noch die zwei Rahmenteile gefräst. Die Fräser fräse ich. Hier kommt jetzt die andere Zapfen durch, das habe ich schon ausgeschnitten. Und hier ist ja das untere Teil, was man normal durchstemmt beim Zapfen. Das ist ja hier weg, weil ich unten schon die Wange hinleimen musste. Und hier oben kommt jetzt auch eine Wange hin und dann später kann ich hier den Zapfen durchschieben. Das Einschleifen habe ich euch erspart, weil ihr das sowieso schon beim anderen Teil gesehen habt. Hier leime ich jetzt den Querholz hinein, wenn ich schon diese Möglichkeit habe. Ich denke, es ist noch stabiler, lasse hier ein wenig Luft, dass quasi ein Keil Platz hätte. So, hier auf diesem Teil habe ich kurze Zwinge angesetzt, dass das ruhig bleibt, dass das nicht mehr verrutschen kann. Und jetzt kommt dieses Teil hier rein, mit der Zwinge so schräg wieder ansetzen, dass sich das so schräg hineindrückt. Mein Plan, hier eine Zwinge und hier kommt auch noch eine Zwinge. Jetzt habe ich hier mein Zapfenloch eigentlich auf drei Schichten geleimt. Was lernen wir daraus? Eigentlich kann man mit Dreischichtsystem auch Rahmentüren bauen. Das heißt, man legt sich den Rahmen mit einer Schicht, wenn die Türe, sagen wir, hat 42 mm, dann hat jede Schicht 14 mm. 3 mal 14 ist 42 mm Türstärke dann. Die unterste Schicht quasi mit den 14 mm wird zusammen gedübelt mit 6 mm Dübeln, dass sie schön zusammenhält. Dann kommt die andere Schicht. Wenn hier der Stoß oben beim Rahmen ist oder hier, muss die zweite Schicht durchgehen, wie hier quasi. Und die dritte Schicht liegt wieder so da quer. Und dann kann man
das Ganze mit einer Presse wäre es ideal verleimen, dann hat man auch eine Rahmendüre. Für mich ist der normale herkömmliche Weg der sympathischere, aber ist jetzt nicht schlechter oder besser oder keine Ahnung. Wenn das trocknet, also der nächste ist dann eigentlich diese Türe schleifen und zusammenbauen und verleimen, aber zuvor muss ich die Elektronik einbauen und da muss ich mir jetzt überlegen, wo ich mit dem Kabel gehe, damit quasi, wenn ich im Haus drücke, man die Tür außen öffnen kann. Akku, Bohrmaschine, hat mit dem Video nichts zu tun, ich zeige euch, wie man Akku wechselt. Danke, tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Die Türe steht noch immer, wie am Anfang vom Video steht sie noch immer. Wir sagen danke, wir sagen prinzipiell auch mitten im Video jetzt danke immer. Man muss sich viel mehr bedanken. Und denkt immer daran, Grießkoch ist gesund und Pudding auch.